Hallo Ladies, ist euer Vater Bäcker oder wieso seid ihr solche Schnecken? Hältst du noch frei? Ja, kann ich. Ich hab genug Wasser getrunken. Ja, du? Ja, sicher, sonst hätte ich eine Flasche Wasser gegeben. Oh, korrekt, echt, der Bro. Aber ich hab getrunken, danke dir. Drei Schritte, wie du die Person neben dir ganz einfach abziehen kannst. Schritt 1. Näher dich der Person ganz langsam. Kann ich die vielleicht... Ja, kein Stress, Bro. Komm. Ah, perfekt. Komm. Danke dir, Bro. Noch meinen Arm rein? Ja, das geht so. So ist ganz nice. So ist perfekt, ja, Bro. Und wie geht's euch so? Gut, dir? Ja, perfekt. Okay, danke. Hi. Sorry, ich bin ein bisschen zu spät. Wie geht's dir? Haben wir kein Date? Nein. Wir haben uns doch hier verabredet. Bist du nicht lange Schlange 14? Von Tinder? Nein. Sicher nicht? Ganz sicher nicht. Aber du kannst sagen, wenn du enttäuscht bist oder so. Nein. Und deshalb lügst oder so. Ich kenn dich nicht. Wirklich nicht? Ich bin alleine hier. Sind wir nicht hier verabredet? Nein, Digga. Hä? Oh. Na Jungs, ich hab mal eine Frage. Habt ihr euch erschreckt oder? Ja. Ach so, wo geht's zum Bahnhof? In die Richtung einfach? Ja, okay, jo, danke. Danke euch. Danke. Warte, du sagst hier jetzt geradeaus? Ja. Okay, also da geradeaus und dann bin ich eigentlich... Ja. Und dann bin ich da, oder? Ja. Okay, jo, danke Jungs. Danke, korrekt. Warte mal, nee, wenn ich hier jetzt geradeaus gehe und dann rechts da, bin ich dann direkt da oder kommt da noch irgendwas? Nein, einfach diese Straße entlang und dann siehst du schon diesen Bahngleis. Schritt 2. Schaue der Person in die Augen und finde ein gemeinsames Hobby. Hey, Bro, ich habe eine Frage. Ja? Reitest du gern oder so? Mhm, du? Echt jetzt? Ja. So Pferde und so? Nee, eher Kamele. Kamele? Ich komme aus Nordafrika. Ich auch, Bro. Von wo kommst du? Aus Nordafrika. Ich reite auch Kamele. Ja, echt? Ja, Bro. Alter, Hammer. Was ein gemeinsames Hobby, Digga. Wie heißt du? Alter, Adem und du? Ich heiße Redouan, freut mich. Ah, Redouan, freut mich auch. Das ist doch kein Zufall. Das wäre schon cool, wenn du einfach weggehen, weil ich bin echt alleine hier. Das gibt's doch nicht. Okay, das ist jetzt aber ein bisschen... Was ein bisschen blöd. Mann, du hast keine Ahnung, ich bin nicht dein... Also wir haben kein Date. Ich stehe nur auf Frauen, Digga. Ach so. Ja, ich dachte halt trotzdem, dass wir hier... Dass du das bist oder nochmal, so. Nochmal, ich bin das nicht. Und du schwörst es? Ich schwöre es, ja. Ach, fuck, Digga. Das passiert mir schon zum zweiten Mal. Ich werde immer versetzt, Digga. So eine Scheiße. Ja, dann suche ich mal weiter. Ich will mich, wenn ich lüge. Okay, nee, ich glaub dir schon. Ich glaub dir schon. Alles gut, perfekt. Dann trotzdem danke dir, gell? Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Also Straße entlang und dann sehe ich die Bange. Perfekt, Jungs. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, gell? Aber ich bin jetzt schon auf dem richtigen Weg dann. Auf dem richtigen Weg. Also immer geradeaus eigentlich und dann rechts. Okay. Schritt 3. Finde heraus, wo der Geldbeutel sich befindet und ziehe ihn ganz langsam während dem Gespräch aus der Tasche. Ich wollte mal fragen, so, das Wetter ist ja heute schön, gell? Geht's, aber okay. Also es geht ja so, das Wetter, oder? Das ist nicht, also es ist ja nicht so warm jetzt heute eigentlich, oder? Es geht, oder so. Also, hast du eine Jacke dabei? Ja, oh, das ist schon stabil, Bro. Also ich weiß ja nicht, wieso du eine Jacke dabei hast, aber heute ist es eigentlich ganz warm eigentlich, oder? Ist schon warm. Ja, fuck. Okay. Folge mir gern für mehr Abzieh-Hacks auf meinem YouTube-Kanal. Peace. Digga, so eine Scheiße. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, macht's Bro, gut. Ciao, 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 ciao. Sorry? Hi, meine Frage, wisst ihr, wo der Bahnhof ist? Bahnhof ist die Richtung, also hier die Straße einfach weiter runterlaufen. Die Straße weiter runterlaufen? Hier die Straße, ganz runter. Also einfach die Straße runterlaufen, dann wäre ich da, oder wie? Hier vorne und dann einfach weiterlaufen. Sie sehen den Bahnhofsturm auch. Und dann sehe ich den Bahnhofsturm, okay. Also, Bro, du hast da. Du hast alles da. Gut. Du hast da was. Alles gut. Warte, ganz kurz. Alles gut. Alles gut? Ja. Okay, alles klar, dann noch einen schönen Tag, gell? Ciao. An dem Cinema die Straße entlang und dann rechts und dann ist dann Gebäude. Okay, ja, perfekt. Warst du heute schon am Bahnhof? Perfekt. Nee, ich war noch nicht am Bahnhof. Ach so, wo kommst du? Ich komme eigentlich nicht von hier. Also bist du hierher gekommen? Ich weiß es selber nicht.
keine Ahnung, ich war mit dem Kumpel. Wieso bist du nicht mit dem Kumpel? Ich weiß es auch nicht, Alter. Ich war irgendwie hier auf einmal und jetzt besuche ich halt den Bahnhof. Okay. Und dann hat der Kumpel mir, glaube ich, gesagt, der Bahnhof ist halt in Stuttgart. Der ist in Stuttgart, oder? Ja. Ja, in Stuttgart. Ja, dann macht Sinn. Okay, Jungs. Also geradeaus und dann Dinger. Okay, perfekt. Dann danke euch. Gell? Ciao. Schönen Tag noch. Hallo? Hey Bro, wie geht's dir? Bro, gestern auf der Hochzeit von mir, gell? Gestern auf meiner Hochzeit, Bro. Da ist es passiert, Bro. Hör mir mal ganz kurz zu. Gestern auf der Hochzeit von mir, Digga, da war die Schwester von meiner Frau, war auch da, Digga. Und dann sind wir ganz kurz nach hinten in die Abstellkammer. Da war halt so ganz kurz Platz. Dann hat die mich einfach angemacht, Digga. Auf der Hochzeit. Nein, ich mein's ernst, es war wirklich so. Das Blöde ist, ich bin auch noch drauf eingegangen. Ich Idiot, Digga. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, Digga. Nein. Das Problem ist ja auch noch, dass es mir Spaß gemacht hat. Nee. Nein, wirklich. Was? Und zwar geht es um eine Petition. Es geht um eine Petition, dass man in Zukunft seine Cousine heiraten darf. Wärt ihr da dafür oder dagegen? Dagegen. Dagegen? Ja. Dass man seine... Ja. Meine Frau ist meine Cousine. Oh. Wieso seid ihr dagegen? Das ist doch eigentlich was Tolles. Nein. Ja, aber das ist doch mehr Leben, Freiheit und so. Nein. Das ist eigentlich nicht wirklich meine Cousine. Das ist eigentlich die Tochter von meinem Vater, seiner Schwester. Also eigentlich sind wir gar nicht verwandt. Sitzt du gerade neben jemandem und denkst, die Person findet dich attraktiv, dann befolge jetzt folgende drei Schritte, um die Person für dich zu gewinnen. Schritt 1. Suche Augenkontakt mit der Zielperson. Hey. Ich wollte dich nur anschauen kurz. Nur angucken. Ich wollte ihn nur anschauen. Schritt 2. Finde ein gemeinsames Hobby. Was hast du so für Hobbys? Tust du gerne zum Beispiel Klavier spielen oder so? Und Fußball? No, not Fußball. Kein Fußball? Nein. Spielst du Basketball? Nein. Basketball? Ah, ich spiele auch Basketball. Ja. Ah, sehr gut. Aber ich habe... Nein, Bro, ich habe echt Gefühle entwickelt, bisschen für sie. Weil es geht bei uns schon ein bisschen länger jetzt schon, also wirklich so einen Monat oder so, dass sie mir immer wieder schreibt und jetzt bin ich einfach drauf eingegangen. Ich Idiot, Digga, ich Idiot. Bro, glaubst du eigentlich, dass sie vielleicht so offen wäre für so eine offene Beziehung? Also so zu dritt oder so? Ich frag doch nur, Bro. Kann ja sein, dass sie... Chill doch mal. Ich weiß, dass die Schwester ist. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, Digga. Ich weiß es doch auch nicht. Ich hasse doch auch alles, Mann. Nein. Ich mach doch keine Dreiecksbeziehung. Ich mach das nicht. Nein. Ich mach das nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Digga. Ist halt so eine Grauzone. Deshalb fragen wir gerade... Ob ihr dafür wärt oder dagegen? Also könntet ihr unterschreiben vielleicht? Cousinenpower und so. Cousinenliebe. Nein? Nein. Die zweite Petition wäre die Tante heiraten. Oh, auch nicht. Lieber die Cousine? Ja. Ja, das höre ich gern. Also lieber die Cousine als die Tante, oder? Ja. Also wärt ihr bei der Cousine dabei? Nein. Okay, schade. Ja, dann, ich habe es aber versucht, falls jemand fragt, okay? Ja. Okay, alles klar. Danke euch. Gell. Ciao, ciao. Näher dich der Person ganz langsam und versuche sie zu küssen. Folge mir gern für mehr Flirt-Hacks auf meinem Kanal. Nein? Küssen, nein? What? Achso, ich dachte zwischen uns. Bro, get the fuck out, please. Okay? Nein, nein? No. Achso, okay. Ah, schade, ich dachte gerade. Autism, bro. Nein, ich dachte, weil wir beide Basketball, er spielt Basketball, ich spiele Basketball, deshalb passte das, dachte ich. Ah, okay, alles klar, dann schönen Tag noch. Hallo? Ja, Bro, ich bin hier in Stuttgart. Wie heißt der Platz hier? Schlossplatz. Ich bin am Schlossplatz, Bro. Bro, ich sag dir ehrlich, ich glaube, der Vater meiner Freundin steht auf mich. Weil, weißt du wieso? Ich war letzte Nacht zu Hause, Bro, der hat mich einfach mit FaceTime angerufen. FaceTime angerufen und dann hat der einfach oben ohne, Bro, ohne T-Shirt ist der rangegangen. Und dann hat der gesagt, ja, wie geht's dir, schlaf gut und so ein Scheiß. Ich habe keine Ahnung wieso, Bro, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Bro, ich weiß nicht, was der hat. Bro, er schreibt mir jeden Abend, schlaf gut, Herz, gute Nacht, Herz. Und Kuss-Smiley hat er mir geschrieben, nicht mal meine Freundin schreibt Kuss-Smiley, Bro.
Nicht mal die hat mir einen Kuss. Bro, seit 2 Jahren hat die mir nicht einmal einen Kuss-Smiley geschrieben. Und er schreibt, schlaf gut und träum süß, Herz. Nein, nein, nein. Das, Bro, ich sag dir ehrlich, da stimmt irgendwas nicht. Der Mann steht irgendwie auf mich. Vor allem habe ich es meiner Freundin erzählt, Bro. Ich habe es dir erzählt. Und dann hat sie gesagt, ich rede mit meinem Vater. Und der hat einfach gesagt, sowas ist nicht mal passiert. Wir kennen dich. Ah, scheiße. Schon und Spaß. Ich bin YouTuber. Schau mal, siehst du ihn? Ja, wir finden da gibt es versteckte Kamera. Oh, Alter, Mann, Alter. Natürlich. Ja, ja. Das war nur ein Prank. Ich bin YouTuber und wir filmen da gerade mit versteckter Kamera. Versteckte Kamera. Junge, der Video.